Und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 1 Remastered mit mir, Alava 1990. Auf der Map Backlot im Spielmodus Team Deathmatch. Gleiche Lobby nochmal. Weil, ja, wie gesagt, Lobby changen brauche ich nicht, weil ich finde aktuell keine. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich schätze mal, vielleicht 2000 Leute werden das hier spielen oder sowas. Ja, M4 Karabiner. Mit Rotpunktvisier. Mal gucken, was geht. Also normalerweise müssten wir 4 gegen 4 oder sowas haben. Jetzt kriegen wir einen Schluck auf, das ist ein bisschen doof. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ah, 5 gegen 5 sogar. Ja, Backlot, ich würde mal sagen GG. Wieder RIP-Score. Obwohl, 21-14, ich sag mal, so extrem schlecht habe ich nun nicht abgeschnitten. Das muss ich leider so sagen, auch wenn der Score mir definitiv nicht gefallen hat. Aber was soll ich da großartig machen, wenn ich da immer getimed werde oder sowas? Ja. Na komm. Zack. Na komm, scheiße. Cracks at my account. This is new. Wahrscheinlich der andere gebannt, hä? Ja, man sieht schon wieder, was unsere Leute für eine... Ja, ich habe ihn zu spät auf der Treppe gesehen, scheiße. Was unsere Leute da schon wieder vorführen. Und zwar, die haben nämlich keinen Bock, wieder irgendwas zu machen. Das heißt, die sind wieder gut am Campen. I still have on the aid, okay. Ja, keine Ahnung. Ach komm schon, es kann nicht wahr sein. Was die schon hier für einen Müll reden. Gut, den kriege ich nicht mal, weil der war einfach zu schnell. So, da ist kein echt... Alter, wie schnell läuft denn der? So, zack. Der hat doch irgendwie ein bisschen geleckt, kann das sein? Das war eigenartig, wie der gelaufen ist. So, tschüss. So, ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen funktioniert. Die M4... ist an sich kein... Oh, ist an sich keine schlechte Waffe. Definitiv nicht. Da ist er. So, zack. Einer müsste hier noch stehen. Ja, scheiße. Ich wollte in Deckung und meine Drohne raushauen, weil ich sonst die ein bisschen gewastet habe, weil die Killstreaks stacken sich ja leider hier nicht. Na gut, egal. War jetzt halt ein bisschen dumm. Ob die mich hier hinten abnehmen? Ich hoffe mal nicht. So, das ist Nummer 1 und der andere läuft unten umher. Gucken, ob ich den vielleicht kriege. Der ist jetzt hier. Ja, mit bisschen Drohnenunterstützung ist es eigentlich relativ okay. Das wird knapp. Ich hoffe mal, dass ich mich mal ganz kurz hier hinsetzen kann und nachladen kann. Und damit haben wir nochmal einen. Sieht auf jeden Fall aktuell ein bisschen besser aus. Nicht viel, aua. Aber ein bisschen. Alter, und ich renne theoretisch schon hier voll in die falsche Richtung. Er chillt da oben halt, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Zum Glück trifft... Ja, wenn man die Degel spielen kann, ist okay. Alles andere wäre sonst ein bisschen dumm. Weil die... Da musst du halt wirklich drauf sein. Das ist sowas. Das ist so der Punkt. Ja, geh mal vor. Ich werde mal meine... Das war knapp. Hä? Lol. Wie ich hier einfach eiskalt übersehen werde. Also ich habe damit kein Problem, übersehen zu werden. Schnell hier rein. Vor allem kann ich den Typen hier nämlich abfangen. Der wird garantiert oben sitzen. Scheiße! Ah, L5, Mann. Fuck. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay. Er sitzt da. Was ist denn mit dem da los? Ist der AFK? Also, es ist auf jeden Fall mal ein Game, wo es halt ein bisschen intensiver ist. Wo sie halt nicht ganz so krass campen. Tschüss. Die sind trotzdem noch ganz gut am Campen. Mir ehrlich gesagt noch teilweise zu viel. Aber hey. Manchmal habe ich auch das Problem mit, dass man hier nicht ordentlich Bunny hoppen kann. Ja, ich bin halt CS gewohnt. Da ich, ich sag mal, nicht relativ viel CS, aber doch einigermaßen mehr CSGO spiele aktuell. Ach komm, kommt da von der anderen Seite. Ich habe mir auch schon mal überlegt. Nun komm! Dass das manchmal so einsteigen, manchmal so 1000 Jahre dauert. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ich weiß halt nicht, ob da Nachfrage oder sonst irgendwas ist.
Und zwar, es gibt ja diese 1 gegen 1 CSGO-Server. Ob ich da mal ein paar 1 gegen 1 hochlade? Also diese 1v1-Aimed-Maps. Ich weiß es. Ach komm, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aber scheiße, ich spawn hier. Das ist ein bisschen doof. Ich sehe ihn halt nicht, das ist so das Problem. Das wäre eventuell noch interessant. Und noch eine Sache, die ich eventuell machen würde. Weil da geht's eine Map wird dann da, keine Ahnung, ich glaube 10 Minuten sogar gehen. Daher sollte es, oder würde es eigentlich theoretisch super passen. Na, lass mich raten. Ja, sehr schön. Ja, so Wallhack. Wie gesagt, zweifle zwar, dass hier eine hackt, aber gut. Ach, scheiße, Mann. Dieses Time-Luck. Warum werde ich denn nur getimed? 14:08. Ich sag mal, ist so ganz okay. Ist eine knapp eine 2er KD gleich. Nichtsdestotrotz ist es, ich sag mal, mehr oder weniger unter meinen Erwartungen. Ja, super, er haut ab. Wieso hauen die denn alle da hinten ab? Er rennt da oben lang. Zack. Und dann kommt da um die Ecke. Das war so... Wieso? Wieso macht er sowas? Er chillt da sein ganzes Leben. Natürlich kommt die nicht. Ey, das Game ist gerade so am Sacken. Keine Ahnung, ob sie das irgendwie kaputt gepatcht haben oder so. Zum Anfang leckt es wie Sau. Denn hänge ich einfach mal 1000 Jahre in mein Death-Screen und kriege keine Killcam. Auch sehr eigenartig. Naja, komisch, komisch alles. Mal gucken, ob wir... Ja, keine Chance, der ist... Weiß ich nicht. Die spielen echt eigenartig. Ich glaube, ich werde... Really? Guck mal, ich krieg noch, kann noch nicht mal drücken, dass ich einsteigen kann. Oh Mann, wenn das wirklich so weiter bleibt, ja, dann sehe ich nur noch eine Möglichkeit. Und zwar werde ich den MB1 Remastered nur noch wahrscheinlich einmal aufnehmen, so dass ich eine glatte Zahl habe. Ja, einfach mal Bad Move, Camper, Noobs, Win. Ist halt nun mal so, dass die halt da umhergesessen haben. Ah, na gut, egal. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mit CSGO bin ich am überlegen, da mal so eine 1v1 A-Map zu zeigen, mal so eine Woche lang. Ich denke mal, ist gar nicht mal so schlecht. Naja gut, ich muss mich noch einmal in ein Match stürzen, um dann die komplette Woche aufgenommen zu haben. Die Scores waren ein bisschen scheiße, aber egal, das Endresümee mache ich wahrscheinlich am Freitag. Also, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.